Wenn Anfang Juni die komplette Redaktion des Sportmotorradmagazins PS ihre Zelte im Fahrerlager des Hockenheimrings aufschlägt, kann dies nur eins bedeuten. Es ist Zeit für den PS Bridgestone Tuner Grand Prix. Nur kurz von einem Gewitterschauer unterbrochen, testete man hier zwei Tage lang die neuesten Racing- und Fun-Kreationen der geladenen Tuner-Elite. Hat angefangen das Wochenende mit dem PS Race Camp. Das hat am Samstag begonnen, also war schon ein ganzes Wochenende hier Betrieb. War voll ausverkauft, viele schnelle Jungs am Start. Und traditionell schloss sich dann da jetzt eben der Tuner Grand Prix an, der immer montags und dienstags hier in Hockenheim stattfindet. Wir haben 14 wirklich spannende Motorräder am Start. Große Streuung, was die Art der Motorräder angeht, aber durchweg hohe Qualität und auch einfach die Idee, die hinter den Motorrädern stecken, sind wir sehr zufrieden dieses Jahr. Qualität und Liebe zum Detail. Zwei Attribute, die schon seit jeher auch auf die BMW-Spezialisten von Wunderlich passen. Mit ihrer S1000 RR brachten die Rheinländer nun erstmals auch ein bis ins letzte Detail veredeltes Superbike auf die Rennstrecke. Mit der S1000 Doppel-R hat man natürlich ein sehr sportliches Motorrad und da wollen wir natürlich auch unserer Kundschaft für diese supersportlichen Motorräder eine Reihe von nützlichen Accessoires anbieten. Also neben unseren Bolt-On-Parts, sprich Variolever, Handhebel oder Sturzpads etc., machen wir oder bieten wir eine Reihe von nützlichen Fahrwerkskomponenten an. Also am Motor haben wir die Mechanik im Serienzustand gelassen, haben uns aber an die Elektronik gegeben. Zwar haben wir das Motormanagement mit einem sogenannten Calibration-Tool verändert. Das heißt, ich kann die Elektronik, das Motormanagement auf meine Bedingungen abstimmen. Wir haben festgestellt, ab einer gewissen Leistung ist es eben keine Frage mehr der Leistung, die Schnelligkeit, sondern eher der Traktion und der Fahrbarkeit. Und da legen wir auch ganz großes Augenmerk drauf, dass unsere Motorräder sehr leicht und spielerisch fahrbar sind und können da wieder durch unsere Erfahrungen im Motorsport profitieren. Auf das Thema Fahrbarkeit hatten sich in diesem Jahr auch die Jungs von DSB konzentriert. Mit ihrer 848 Stealth gelang den Berliner Ducati-Spezialisten nicht nur optisch ein gelungenes Gesamtkonzept. Ein sehr schönes Projekt, was sie da gemacht haben. Haben echt das Motorrad als Ganzes wirklich schön optimiert, vom Motor über Fahrwerk, über Sound. Also es ist echt, da reitet man auf so einer Basswelle Richtung Horizont. Ja, das ist schon großes Kino oder große Oper. Nee, also auch gerade die natürlichen Schwächen wie die Anti-Hopplung-Kupplung, die original nicht drin ist. Jetzt arbeitet einfach das Heck so unauffällig, das schöne Heck, dass man es leider vergisst, was wirklich beim Fahren schön ist. Man kann sich auf seine Linie konzentrieren und es ist einfach ein richtiges Fahrmotorrad geworden. Also man kann sich auf seine Ideallinie konzentrieren und man kann an sich selber arbeiten. Also es macht wirklich Spaß damit zu fahren, es ist ein richtig nettes Spielzeug geworden. Ich glaube generell das Konzept, das ist gerade ziemlich so am Puls der Zeit. Weil die großen Dinger mit 200 PS, das kann der Normalbürger, fährt es kaum mehr, der normale Hobbyfahrer. Und das hier ist ein Fahrzeug, da kann man tatsächlich die Leistung noch nutzen. Und es war jetzt auch für mich das erste Mal so eine neue Erfahrung, mit der Traktionskontrolle in so einem Regelbereich zu fahren. Das traut man sich bei so einem Motorrad. Und das machst du bei einer 1198 wahrscheinlich eher nicht so schnell. Leistungsgewicht, Traktion oder gar Rundenzeiten spielten beim diesjährigen Tuner Grand Prix Konzeptbike von Dominik Klein eine eher untergeordnete Rolle. Der Fokus liegt hier klassisch auf der puren Lust am sportlichen Motorradfahren. Das ist ein XLR 1300 aus dem Jahr 2002, also richtig altes Eisen. Das Motorrad hat noch Vergaser, passt also absolut in diese Retro-Schiene, die zurzeit modern ist. Wir haben das Motorrad vom Motor unangetastet gelassen, haben nur die Peripherie geändert, sprich Auspuffanlage, Vergaserbestückung und so weiter. Das Motorrad hat knapp 140 PS. Macht vom Motor her absolut Laune, weil unser großes Augenmerk lag auf dem Fahrwerk, was traditionell so ein bisschen die Schwachstelle ist von diesem Motorrad. Wir haben also eine sehr stabile Gabel eingebaut, mit Gabelbrücken haben wir andere Schwinge eingebaut, mit hochwertigen Stoßdämpfern und was ganz wichtig ist, auch eine Rahmenversteifung eingebaut, sodass dieses Motorrad auch auf der Rennstrecke mittlerweile richtig Spaß macht. Es hat vom Fahren nichts mehr mit dem ursprünglichen Motorrad zu tun, sondern fährt sich super stabil, super neutral. Und also man kann mit so einem Motorrad nicht nur auf der Landstraße Spaß haben, sondern auch für gelegentliche Ausritte auf die Rennstrecke. Brutale Optik, reichlich Vorschub und all das in aufrechter, erhobener Sitzposition erleben?
Auch der aufwendige Beaking-Umbau des Tuner Grand Prix Neulings Klaus Bretter beeindruckte nicht nur Wheelie-Fans und Quertreiber. Ja, das ist halt ein Männermotorrad, muss man echt sagen. Durch die Wahnsinnsleistungsentfaltung, gerade im unteren Drehzahlbereich, ist das Motorrad fantastisch schön zu fahren. Obwohl es optisch vielleicht nicht so ausschaut, ist es doch sehr, sehr handlich und macht einen Heidenspaß. Also mächtig Druck von unten, das Schöne ist auch, es dreht sauber oben raus. Mit dem Schaltautomat, den er nachträglich verbaut hat, geht es die Gänge auch wunderbar durchzuhauen. Also macht richtig Laune. Also ich denke, es ist sicherlich geeignet für die Rennstrecke. Wenn man Abstriche macht, was das Gebücktfahren, ich meine hinten bei 280 ohne Verkleidung ist natürlich schon sportlich, da braucht man gute Arme und ist dann schon eine andere Geschichte, wie unter der Verkleidung zu sitzen. Aber das Motorrad zieht es weg, also da muss man sich halt festhalten und entsprechend Feuer geben. Gegen das, was diese Herren begeistert, hat unser nächster Tuner den Kampf erklärt. Ob Traktionsverlust beim Beschleunigen oder stehende Hinterräder beim Anbremsen. Carsten Bartschart vom Bikeshop Lüchow verbaut elektronische Fahrhilfen, die dem Fahrer eine individuelle Einstellung auf seine Bedürfnisse ermöglichen. Mein Konzept ist es ja eigentlich, vorhandene Komponenten zum Funktionieren zu bringen und insgesamt eine gute Funktion des Motorrades für Rennstreckenbetrieb und für Trainings und Rennen herzustellen. Bei den Motorrädern wie bei der ZX10 brauchen wir nicht mehr viel Leistung suchen, die ist im Prinzip da. Wir müssen nur verfeinern, eine gute Abstimmung machen und alle Komponenten sauber zum Funktionieren zu bringen und Komponenten, bei denen die Funktion nicht herzustellen ist, dann halt ersetzen gegen die nächst teureren. Aber insgesamt, finde ich, sollte man das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht aus dem Auge verlieren. Ich habe jetzt hier auch die Traktionskontrolle geändert. Ich habe von Buzzers das Komplettsystem reingebaut. Da habe ich einmal den Schaltautomaten mit drin und den Fuel Commander und ich kann die Traktionskontrolle gangselektiv einstellen. Ich kann also einzelne Gänge komplett ausschalten, in denen ich keine Traktionskontrolle brauche und habe somit die Sicherheit in den Gängen, wo ich es brauche. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis jetzt zufrieden. Ich habe 4 Rennen zur Deutschen Rundstrecken-Challenge damit gefahren, um das Motorrad zu entwickeln. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das wird man in den Rundenzeiten dann sehen. Somit sind wir alle glücklich mit dem Ergebnis. Wie unverzichtbar elektronische Fahrhilfen im Rennsport heute sind, zeigte auch die Langstrecken ZX10R vom PS-LSL X-Lite-Team. Mit diesem Motorrad wird neben den Langstreckenroutiniers Marco Appelt und René Raub auch PS-Redakteur Uwe Seitz im September am traditionellen 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnehmen. Ein spannendes Projekt, das wir weiter beobachten werden. Wer glaubt, dass es zurzeit neben Weiß-Blau und Grün in der Superbike-Klasse keine Alternative gibt, wurde beim Honda-Tuner Motorcenter Obersee eines Besseren belehrt. Die bis ins letzte Detail veredelte Fireblade der Schweizer erinnerte nicht nur optisch an die Königsklasse des Motorradsports. Wir haben eigentlich alles, was finanziell noch im Rahmen liegt, machbar ist, haben wir abgeändert. Das heißt, möglichst leicht, wir haben ca. 175 Kilo vollgetankt. Wir haben einen Aluminiumtank verwendet, original haben wir entfernt. Original gehen 17 Liter rein, wir können 24 tanken, das ist ein Langstreckentank. Dann haben wir eine GP2 Aero Auspuffanlage, die sieht man auch nicht so oft. Die Räder die sind von Eskil Suter aus der Moto 2. Das ist circa eine halbe Stunde von wo wir herkommen, ist er zu Hause. Wir haben einen engen Draht zu ihm und können da ab und zu mal Teile austauschen und beziehen von ihm. Ja, und dann so ein bisschen HC-Komponenten mit Kit-Kabel, Baum, Steuergerät. Und ansonsten eigentlich motorenseitig haben wir ziemlich viel selbst gemacht. Wenn sich einer, der unter anderem schon in der MotoGP für Shinji Nakano gearbeitet hat, Kawasakis neue ZX10R vornimmt, war es zu erwarten, dass selbst erfahrene PS-Redakteure wie Robert Glück ins Schwärmen geraten werden. Hatte gerade mal wieder das traumhafte Vergnügen, eine vom Sepp Buchner der Firma Bikerbox aufgebaute Kawasaki ZX10 aktuell des aktuellsten Baujahres zu fahren. Und wie immer war das ein unglaubliches Erlebnis. Unglaublich deswegen, weil dieses Motorrad mal wieder eine Linkage, eine Verbindung herstellt zwischen dem Fahrer und sich selber und auch dem Asphalt, die ich so noch nie erlebt habe. Warum? Weil
mit 16,5 Zoll Rädern ausgestattet, die einen unglaublichen Grip aufbauen, die ein sehr präzises Einlenkverhalten haben und ein Fahrwerk dabei ist, das alles, was unter einem passiert, transparent und glasklar berichtet. Das heißt, ich kann furchtlos meine persönlich bislang schnellste Runde ever in Hockenheim fahren und habe gerade eben auf dem 2D-GPS oder Data-Recording schon gesehen, dass da zwei Stellen dabei waren, wo noch mal eine halbe Sekunde drin ist. Also, wer furchtfrei, angstfrei schnell fahren will und auch mit einer Tausender den präzisen Strich lernen will, gefahrfrei, der braucht so ein Motorrad. Eingebettet in das Renntraining des PS Race Camps sowie in die mit 44 Startern spektakulären Rennen des Triumph Speed Triple Cup zeigte der PS Bridgestone Tuner Grand Prix auch 2011 wieder, was rund um das sportlich orientierte Motorradfahren machbar ist. Hey!